Resident Evil 4. Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem neuen Let's Play. Hier ist euer Looks Like Link mit Resident Evil 4. Ein Spiel aus dem Hause Capcom. Sehr, sehr geiles Spiel. Ein Glück haben sie es im Endeffekt noch für die Wii portiert, ja. Deswegen können wir die Wii Edition spielen. Oh, ich freue mich so, Freunde. Dieses Let's Play, es wird vieles verändern. Naja, also ich werde jetzt 20 Minuten Parts haben, wie versprochen. Das ist das erste Projekt, das zweite Projekt nach Limbo, was 20 Minuten Parts haben soll. Und ja, ich habe ein neues Mikro, was ich ausprobieren werde. Und vielleicht für die Leute, die wieder fragen, ich habe jetzt ein T-Bone-Mikro, so ein cooles Standmikrofon, T-Bone, irgendwie von der Firma, ich weiß jetzt nicht genau die einzelnen Buchstaben-Daten, ja. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass die Qualität sich deswegen für euch verbessern wird. Gut, Resident Evil 4, was soll man da groß sagen, oder? Ist ein absolut geiles Spiel, ja, zwar nicht direkt von Nintendo, ich weiß, aber für die Nintendo-Konsole Wii. Und deswegen habe ich mir gedacht, das musst du dir kaufen. So, also wir starten ein neues Spiel. Auf normal, würde ich mal sagen. Wusstet ihr eigentlich, wenn ihr leicht spielt, dass ihr dann ganze Abschnitte im Spiel gar nicht seht? Da werden einfach Abschnitte übersprungen. Voll lame. Deswegen wir es auf normal. Profi? Nein, auf normal. Resident auf normal. Evil 4. Na, habt ihr das gehört? 4. Resident Evil. So, jetzt kommt erstmal der coole. Oh. Ah, da ich das Spiel schon so oft durchgespielt habe, kann ich mir die Spezialoutfitter auswählen. Aber da Spezialoutfit 1. Das ist noch normal, ne? Ja, das könnten wir eigentlich nehmen. Speziell für 2, das ist total cheatenmäßig, weil, ach, da erkläre ich euch dann warum. Ich glaube, wir nehmen das normale Outfit. Ja, komm, ganz normal. So. Story Plot. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. Ach du Scheiße! The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan. To sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Puh, na Gott sei Dank. So, nochmal eine kleine Vorgeschichte erlebt, was alles passiert ist. Wir spielen nämlich hier mit Leon. Wir spielen Leon, der ja in Resident Evil 2 die Hauptrolle hatte. Und er hat jetzt einen neuen Auftrag. Oh mein Gott. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornio, why am I the one who always gets the short end of the stick? Yo. Who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Ah, mach doch nix. That's the locals' way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. All by yourself? Echt mal. I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. Ja, du Amerikaner, ey. Die sind doch alle krank. I'm counting on you guys. So. Also ihr wisst Bescheid, wir suchen die Präsidententochter. Ja, Obamas Tochter ist verschwunden, ja, und deswegen. So, ich muss erstmal die ganze Story durchlaufen lassen, bevor ich nochmal allgemeines zu dem Let's Play sagen werde. So, ich muss erstmal pissen, ey. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. A
Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are. Packen schnell wieder ein und los geht's. Oh Mann, ich bin eindeutig unterbezahlt. Chuck. Sorry it took so long. Naja, schon klar, Mann. Voll das tolle Auto, die Schrottkarre, ey. Naja, auch Sache, es fährt. Oh Mann, Freunde, habt ihr gehört? Wir sind hier in Europa. Genauer gesagt sind wir hier in Spanien, wo halt die Präsidententochter entführt wurde. Ganz toll. So. Oh Mann. Schön über die wackelige Brücke rüber. So. Es war bald mal da. Boah. Schön. Ja, ganz toll geparkt. Just up ahead is the village. Ah, das Dorf. Was für ein Dorf. I'll go and have a look around. Ja, ist klar, Mann. We'll stay and watch that car. Na toll. Don't want to get any parking tickets. Ja. Right. Parking-Tickets. Knöllchen. Tschüss. Oh Mann, ich könnte schon wieder ausrasten. Alles alleine machen. Who are these guys? Did you say something? So. Kriegen wir unsere erste Abteilung hier von unserer Hannigan-Frau. I'm Ingrid Hannigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. Auf jeden Fall, I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So. Cool. Oh, wir können endlich spielen, Freunde. Und ihr habt gesehen, das Spiel hat Sprachausgabe. Und da werde ich denn immer nichts sagen, weil die englische Sprachausgabe ist ja recht schön und schön klangvoll und deutlich. So. Wir sind Leon S. Kennedy, das S in seinem Namen steht für Scott. Wir spielen mit der Wii, also der Wii-Mode, und das ist auch richtig geil, da kann man richtig schön zielen und so, macht eigentlich sehr viel Spaß. Da das Spiel ja quasi damals die letzte Portierung auf die Wii war, kannte man das Spiel schon auf der Gamecube und auf dem PC und PlayStation 2. Und da war es für manche Leute ganz schön ungewohnt, hier so zu steuern, aber da das hier, jetzt haltet euch fest, mein erstes Resident Evil-Spiel war, was ich hier gespielt habe, hatte ich damit eigentlich weniger Probleme. So, und noch was zum Let's Play zu sagen. Leute, dieses Spiel ist ab 18 freigegeben, ja. Deswegen auch das USK-Logo auf dem Thumbnail. Nochmal danke an Lina Flair für das geile Thumbnail. Absolut cool, oder? So, das mache ich aus folgendem Grund, weil, ja, die USK finde ich persönlich sehr zum Kotzen mit ihren scheiß USK-Logos, die einfach überall extrem groß raufbappen müssen und das ist scheiße, ja. Ja, ab 0, ab 6, ab 12 und ab 16 und so ein Quatsch, ja. Aber ab 18 bin ich der Meinung, darauf sollte man hingewiesen werden. Irgendjemand hat sich halt mal dazu entschieden, ab mit 18 bist du in Deutschland volljährig, darfst alles machen, kannst für alles belangt werden. Und deswegen, also Leute, dieses Spiel ist nichts für schwache Gemüter, deswegen werde ich es auch immer spät abends erst hochladen, ja. Es ist ab 18, es ist hier Waffengewalt pur, Blut wird spritzen, blutige Ärsche fliegen durch die Gegend, ja. Also, falls ihr noch nicht 18 seid, ich weiß, ich werde euch bestimmt eh nicht dran hindern können, dass ihr euch das Let's Play hier anguckt. Aber ihr sollt gewarnt sein, mitunter sehr angsteinflößend, gruselig und brutal. So, eigentlich gar nicht meine Sparte, nicht wahr? Aber das Spiel, ihr werdet sehen, es hat eine coole Story und macht Spaß. Oh mein Gott, Raben. Raben. Okay, wir laufen hier erstmal lang, wir können auch rennen. Sehr geil, so. Was ist das denn da von Haus? Gehen wir mal in das Haus rein. Oh mein Gott, da hat uns jemand beobachtet. Scheißegal. Ist scheißegal. So, Leon sieht voll cool aus in seiner geilen Jacke. Resident Evil 6 ist ja auch kurz davor rauszukommen, nicht wahr? Nicht wahr, Leute? Kommt doch auch diesen Monat sogar raus, wenn ich mich nicht irre. Ich habe bei meinem guten Freund Markus schon die Demo gezockt. Da ist Leon ja... Was war das? Ich habe was gehört. Da ist Leon ja schon älter. Und auch wieder die Hauptrolle. Eine der Hauptrollen. Sehr geil. So, was ist hier los jetzt? Wer ist hier drin? Hallo? Hallo? Oh, ein Einheimischer. Sir? Sir? Ach Mann, nee. Sprechen bestimmt kein Amerikanisch, kein Englisch. Gucken Sie mal hier. Wow!
I was wondering if you might recognize. Gucken Sie mal, ich suche die Präsidententochter. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Hey, what? Sorry to have bothered. Ja, ja, Entschuldigung, Mann. Ach ja. Oh, packen Sie die Axt weg, Mann! Was ist los mit Ihnen? Ach du Scheiße. Freeze! Freeze! I said freeze! I said freeze! So Leute, unser erster Gegner. Alter, freezen Sie, Mann! Ah, voll in den Kopf geschossen. So, packen Sie die Axt weg. Moment mal, warum halten Sie den Kopfschuss aus, hä? Bam! So. Okay. Was ist jetzt los? Hä? Was geht hier ab? Ach du Scheiße. Was sind das für Leute? Das waren unsere Polizistenfreunde, die da gerade anscheinend einen Unfall hatten. Shit. Ja, Scheiße. Hannigan, kannst du irgendwas sagen? Hm? Is everything okay? Nee. There was a hostile local. Ich hab gleich mal erschossen. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Understood. Ja, ja, ich hab's kapiert. Okay, scheiße. Leute, Zombies, Zombies. Nein, nein, ihr werdet euch noch wundern. Da, er ist kein Zombie. Genau, in diesem Spiel haben sie ja damals explizit darauf hingewiesen, dass das hier keine Zombies sind. Oh mein Gott. Anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Voll mit Maden, richtig. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Moment mal, Barack Obamas Tochter ist eine Weiße? Eine Blondine? Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Nein, natürlich nicht. Der Präsident hier und so sind rein fiktive Leute hier. Ah, Munition. So, wie lade ich nochmal nach? Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Wie lade ich nochmal nach? Einfach schütteln? Nee, so mache ich mein Messer. Ich habe auch ein Messer. Yeah, 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 yeah. Aber das Messer kann ich auch irgendwie anders einsetzen, ne? Ja, genau so. Dann kann ich... Ja, okay. Wie lade ich nochmal nach? Ich glaube, nach unten? Nee, das ist Kamera. Hä? Ah, alles klar, ich hab's rausgefunden. So, na dann machen wir mal einen coolen Stunt hier. Hua! Zack! So, Leute, wer will hier aufs Maul, hä? Ah, du willst aufs Maul? Okay, Mann. Oh. Oh, oh. Wow. Okay, warte mal. Warte, Leute. Ganz ruhig. Ich muss mich bloß wieder reinfinden, ne? Tschüss. Bams. Und Bams! Voll in den Hinterkopf geschossen. So, kann der nicht irgendwie so noch treten? Nee. Hey, bist du tot? Der ist tot. Alle sind so tot. Oh mein Gott, ich bin gerade erst eigentlich bei 5 Minuten hier und habe schon 5 Leute umgebracht. Nein, 4. Oh mein Gott. So, ich glaube, weiter war hier nichts. Ja, wir können weiter uns aufmachen zum Dorf. So, war hier noch einer drin? Hallo? Wer ist hier drin, Mann? Hä? Keine Sau. So, eine Munition. Diese Kisten solltet ihr am besten immer mit dem Messer kaputt machen, weil das schön Energie spart. Ah, ein grünes Kraut. Unsere Heilung in dem Game. So, zack, ein bisschen Geld hier. Wir brauchen viel Geld für später. Ach, mein Spanien, ey. Mein Spanien-Urlaub hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. So, ich werde jetzt erstmal speichern. Das geht nur an diesen Schreibmaschinen. So. Oh, eine ganz andere Speicherstelle hier. Schon viermal durchgezockt. Okay, so, erstellen wir einfach mal einen neuen Speicherstand. Auf Platz 11. So, zack, bam, alles klärchen. Schön. Ach, das Spiel ist schön. Es wird euch gefallen, denke ich mal. So, hier sind Raben. Die können wir, glaube ich, auch abknallen. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich Geld geben. Ich probier's. Ah, tatsächlich. So, ein bisschen Geld hier. Ja, schön Geld. Und was ist das Rote? Oh, eine Handgranate, das ist auch schön. So, ich zeige euch mal, was man alles noch machen kann hier. Wir haben unseren schönen Koffer. Hier mit Munition, unsere Knarre, Heilkraut. Und hier können wir dann halt ausrüsten. Und sowas alles. Hier oben haben wir unsere Schlüsselschätze, die wir uns im Verlauf des Spiels immer zusammensuchen werden. Ohne Karte. Was haben wir denn da Schönes? Wo sind wir denn hier? Hier kamen wir an. Wir wollen jetzt zum Dorf. Hier ist das Dorf. Oh mein Gott, Leute, ey. Das Dorf ist so gruselig, Mann. Aber ihr werdet sehen. Was haben wir auf Plus? Gar nichts. Was haben wir auf 1? Also auf 1 ist die Karte. Okay. Komm, ein bisschen einfach. Oh! Oh, der arme Hund! Lösen wir ihn von seinen Leiden. Nein, das war nur ein Scherz. Den können wir befreien. Na komm. So, kleiner Wauwi. Oder ist das ein Wolf? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie ein Hund. Und weg ist der Hund. So, das hat natürlich noch...
Hat es überhaupt Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Erstmal nachgeladen. Naja, wenigstens eine gute Tat im Anfang des Parts. So, ist hier noch irgendwas? So, was steht hier auf den Schildern? Hä? Auf dem Wegweiser steht Pueblo. Hm, spanisches Dorf anscheinend. Okay. Oh, seht ihr das, Leute? Hier sind Minen angebracht. Nicht cool. Und hier sind noch ganz andere Sachen versteckt auf dem Boden. Bärenfallen. Ja. So, ich will jetzt erstmal keine Munition verschwenden, weil ich könnte ja von der Ferne abschießen. So, oh mein Gott, da steht ihr, na. So, da will ich nicht reintreten. Hier kann ich vorbei. Okay. Oh, was willst du? Unverstellung, oh Mann! Und was? Ja, voll zur Sicht. Und bam! So, tschüss. Gut. Der hat zum letzten Mal Bonusstellung gesagt. So, jetzt immer noch. Auf dem Weg, wie da steht, Pueblo. Gut. Hallo, Freunde. Hallo. Das. Resident Evil 4, das erste Spiel, wo es hier so, das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo die keine feste Kamera mehr hatten. Sondern alles hier so aus der Third-Person-Perspektive. Nicht schlecht. So. Hier ist da irgendwas faul. Und Leute, könnt ihr noch oder ist das schon zu eklig? Hallo? Ist da jemand? Kommen Sie sofort raus, wenn da jemand ist. Nee, okay, gut, dann guck ich doch. Oh, oh! Pula, pula, da! Ich hab irgendwas gehört! Wo ist jener? Hallo? Oh, oh. Scheiße! Verdammt, daneben. Okay, Hut weggeschossen. Und tschüss. So. Und tschüss. Alter, der hat sich weggespinnt. So, natürlich, da unsere Waffe noch nicht so viel Durchschlagskraft hat, zerpesten noch nicht die Köpfe, ne? Aber das werden wir auch noch erleben. Also, ich sag's euch nur mal. Seid ihr sicher, dass ihr das Let's Play gucken wollt? Wenn ihr noch nicht über 18 seid oder gerade so 18 seid, dann... Wow! Shit! Oh mein Gott! Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Ich muss mich unbedingt beeilen. So, okay. Eine Hand. Geld. Schön. So, nochmal Heilkraut. Was haben wir hier drin? Nichts. Toll, eine Kiste, wo nichts drin ist. So, sonst irgendwas außer dieser ekligen Dame hier, die wohl jetzt zum letzten Mal... Nö. Gut. Dann können wir ja fast schon zum Dorf gehen. Über die Brücke hier? Steht hier noch irgendwo einer? Ach du Scheiße, da oben. Da oben. Unforastero! Guck mal da, die Einheimische an den Ausländer! Schnell weg! Dus. Okay. Die sind also rassenfeindliche Typen. So, da geht's zum Dorf, Freunde. So, und hier ist doch irgendwo noch einer. Hier ist doch einer. Oh, halt! Nee, durchs Fenster gucken. Hallo? Wow! Wow! Kommt immer voll schnell an. Kann ich den nicht irgendwie wegkicken? Oder war das erst später? Ah! Oh, du Arsch! Alter, komm her! Bams! So! Immer schön Munition sparen. Jedenfalls versuchen. So, okay. Was? Und zack. Nichts drin. Was soll das? Man muss aufpassen. Manchmal sind in den Kisten auch Schlangen drin. Also eigentlich am besten nochmal gleich ein zweites Mal schlagen. So, Freunde, ich würde sagen, der erste Part endet hier. Wir gehen in den nächsten Part ins Dorf und ich werde jetzt nochmal zurückgehen und speichern. Ja, speichern, nicht wahr? Muss ja auch mal sein. Dum-di-dum-di-dum-dum-di-dum-dum. Geht ja ganz schnell, man kann ja schön rennen hier. Oh Mann, wie wenig Energie, ey. Ah, das Spiel ist schön, Leute. Ihr werdet viel erleben, viel gruselige Sachen. In Spanien, ja, sind alle Leute verrückt geworden. Aber ich freue mich über dieses Projekt. Vor allem, wir haben ja Oktober, nicht wahr, Freunde? Und das passt ja eigentlich ganz gut. So, hier muss ich aufpassen, hier waren die Fallen. So, einfach durch. Schön Munition sparen. Da, wo ich eigentlich genug habe. Ist ja eigentlich, ist es ja Quatsch, ja. Hier ist übertrieben drauf zu achten. Man bekommt eigentlich relativ genug Munition. So, da haben wir unser Speicherhaus. Und was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Scheint eine Art Warnung zu sein. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was Totenköpfe hier? Alter, sagt denn die Regierung nicht dazu, dass die in Spanien hier so abdrehen? Wir werden es vielleicht alles noch erfahren. Aber erstmal bedanke ich mich sehr wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt sagt euch zu. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute.
wenn wir das Dorf unsicher machen. Und da wird schon das erste extrem krasse passieren. Seid gespannt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.